Eine beachtliche Leistung als Amateur, mit 18 Jahren bereits dreimal der Weltmeister, einmal bei den Kadetten und dann bei den Junioren ebenfalls. Ein Mann, der typisch hier ist für die Politik beim Universum, man kauft die jungen, talentierten Schwergewichtler ein. Er heizt seinem Gegner hier gleich von Anfang an ordentlich ein. Imrich Borca muss natürlich wissen, er muss zurückschlagen, sonst geht die ganze Geschichte nicht. Ja, das kommt der Sache schon näher. Das war auf die Deckung. Das war auf den Kopf. Zu stark, zu schnell. Sehr viel athletischer gebaut. Denis Boytsov. Und das, obwohl er nur 92 Kilo hat, also deutlich leichter ist, 3 Kilo leichter als sein Gegner, sieht er nach einem Abbruchsieg in der ersten Runde aus. Denn Imrich Borca hat hier nur wenig Chancen zur Gegenwehr. Jungs, wir sollen mal ein bisschen länger machen, sonst kommen wir hier mit unserem Zeitplan bei der Fernsehübertragung durcheinander. Er schlägt selber zu wenig, kommt auch nicht durch. Das war's wohl. Der 18-Jährige hier mit einer eindrucksvollen Vorstellung. Das kennen Sie alle schon von Anfang an, die Siegerpose beherrschen.